Willkommen zurück zu Let's Play Darkness Within. Wir sind wie immer noch hier bei diesen wunderschönen Karten und ich muss jetzt erstmal gucken, was wir jetzt hier noch machen können, weil hier ging ja, glaube ich, nichts mehr. Ein interessantes Gerät. Das ist ein beweglicher Zeigestock mit Tinte daran. Das ist bestimmt ein Gerät zum Markieren. Das hatten wir beim letzten Mal auch schon. Kann ich die Karte hier reinlegen? Das funktioniert nicht. Was ist mit diesen komischen Metallstäben? Das kann ich hier wohl nicht benutzen. Okay. Ja. Aber was anderes haben wir auch nicht, ne? Brief von Clark Field. Ach, und den Pinsel mit Tinte haben wir gefunden. Beziehungsweise mit der Tinte haben wir den voll gemacht. Nee, okay. Ich muss mich jetzt hier nochmal genau umgucken. Die Maske... Die hat so ein Symbol hier drauf, aber ansonsten konnte man mit der ja nichts machen, ne? Umdrehen kann ich sie ja auch nicht. Okay. So. Sehe ich gerade hier noch was? Das habe ich noch gar nicht gesehen, hier diese... Oh, schau mal an, das ist kaputt. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Soll das ein Gesicht sein, oder... Ah, hier sind auch drei Bilder drauf. Das sind Kringel, aber was ist das? Hier sind Symbole. Einige davon verunstaltet. Das ganz oben links sieht wie eine Spirale aus. Ja. Stimmt, die, da kann ich nichts draus erkennen. Okay, nee, den kann ich bloß umdrehen. Was ist das hier? Boah, das sind aber schon fiese Figuren hier. Oder ist das Kerzenwachs, aus was die sind? Also was möchte ich in meinem Zimmer nicht stehen haben, du? Das sieht okay aus. Ja, das ist ein normales menschliches Gesicht. Okay. Das müssen wir uns mal merken mit diesem Symbol, mit dieser Spirale. Haben wir hier jetzt noch irgendwas? Aber hier war ja nichts mehr bei diesen komischen Figuren, ne? Nee, hier war nichts mehr. Gehen wir mal weiter. So. Da kommen wir nicht rein. Verschlossen. Ich laufe jetzt hier auch nochmal alles ab, was man nur ablaufen kann. Ich gehe zum Ohr, aber von hier sind wir ja, glaube ich, gekommen. Genau, hier ist die Falltür. Nee. Ich laufe jetzt nochmal alles ab. Sämtliche Räume, wo wir die Möglichkeit haben, reinzugehen. Hier sind wir... Ach, hier habe ich ja gerade schon probiert. Okay. Hier ist sonst nichts. Nein. So. Diese Tür ist verschlossen. Wenn hier da steht, diese Tür ist verschlossen, kriegt man die doch irgendwie auf. Ich muss die doch irgendwie aufkriegen, oder? Geht nicht auf. Die ist auch verschlossen. Okay. So, das Auge hatten wir uns ja schon angeguckt. Eine Art Symbol. Offenbar soll es ein Auge darstellen. Hm. Wo habe ich das schon mal gesehen? In dem Buch hatten wir festgestellt. Was ist denn mit der Tür hier? Ach, schau an, hier kommen wir auch noch rein. Hier bin ich gar nicht lang gegangen. Wieso denn nicht? Na, dann haben wir ja gleich wieder einen neuen Raum zu untersuchen. Hier. Ach, schau mal einer an. Alte Gewehre? Warum sind die hier? Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, wozu die hier diese alten Gewehre brauchten. Was ist das? Okay, den können wir drücken, den Knopf. Okay, wir machen das mal so. Es wird ja schon...
Was? Danger High Voltage. Hochspannung. Ist da draußen jetzt jemand? Noch eine Kiste. Hier ist nichts als Stroh. Aber die Zauntür kann unter Strom gesetzt werden. Ganz offenbar wurde hier etwas sehr Wichtiges oder Gefährliches aufbewahrt. Okay. Also hier muss irgendwas wirklich Wichtiges aufbewahrt worden sein. Wir machen das mal sicherheitshalber wieder an, damit sich hier keiner wundert. Nein, ich gehe jetzt nicht mit meiner Hand daran. Ich will ja nicht, dass wir hier jetzt umkommen. Okay, jetzt gehen wir nochmal hier rein. Ich muss mich jetzt nochmal genau umgucken. Manchmal bin ich da ein bisschen nachlässig, muss ich sagen. Die kann ich brauchen. Jetzt nimmt er sie auf einmal mit, hä? Dann können wir ja jetzt runtergehen, wo wir Lois Norder gefunden haben. Oder zumindest mit ihm geredet haben. Hä? Wieso hat er die jetzt wieder hingestellt? Die kann ich brauchen. Na, dann nimm sie mit. Ach, jetzt können wir hier auf einmal reingehen. Ach so. Ich dachte, ich kann jetzt hier durch den Schlitz mit der Kerze durchgucken hier so. Okay, ist sehr interessant. Die haben eine Jacke. Hier sind einige Papiere. Diese Handschrift. Das sind Mr. Fields Notizen. Also muss da seine Jacke sein. In dieser Manteltasche ist ein Schlüssel. Können wir nochmal rumkramern? Sonst kann ich hier nichts mitnehmen. Nee, okay. Aber was suchen diese Notizen hier? Der Vierzeiler von Edwin Pickman ist es nicht. Clark Fields Notizen 2. Bruder Jonathan, den hatten wir schon. Einige Seiten aus Clark Fields Notizen. Und einige Seiten. Ach, Part 4. Okay, den hatten wir noch nicht. 29. Juli 2011. Neuerdings sind mir große Veränderungen in Ivas Verhalten und Aussehen aufgefallen. Er wirkt blasser, redet weniger und es wird immer schlimmer. Das erste Mal habe ich es vor 2 Wochen bemerkt, als er eines stürmischen Abends an meine Tür klopfte. Als ich ihn hereinbat, zögerte er erst, kam aber dann rasch herein. Seine Hände zitterten so sehr, dass ich schon dachte, er habe einen Nervenzusammenbruch erlitten. An dem Abend hat er nur selten gesprochen, und wenn, dann wirkte es, als stünde er unter Zwang. Seine Augen waren blutunterlaufen und er schwitzte stark. Unter dem Vorwand des Sturms bat ich ihn, über Nacht zu bleiben, was er ohne zu zögern annahm. Bei seinem vorherigen Besuch, 3 Abende zuvor, hatte er ganz normal gewirkt, aber ich merkte deutlich, dass er mir nicht zuhörte, und er zitterte, wenn der Sturm irgendwelche Geräusche verursachte. Sein Zittern schien nicht vom Sturm, sondern dem Unbehagen eines Menschen hervorgerufen zu sein, der unter ständiger Bedrohung steht. Bei jedem Geräusch war deutlich zu sehen, wie sich seine Stimmung änderte, die Angst ihn packte und er sich verzweifelt und umblickte. Als ich ihn fragte, ob er ein Problem habe, meinte er, alles sei in Ordnung, er sei nur müde. Aber es war nicht zu übersehen, dass er kurz vor einem Nervenzusammenbruch stand. Seit diesem Abend habe ich nichts mehr von ihm gehört. 23. August 2011. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber seit kurzem geschehen seltsame Dinge, die mich meinen Sinnen nicht mehr trauen lassen. Neulich Abend hörte ich heisere Schreie, Gerede, Lachen und nagende Geräusche, die aus dem verfluchten Brunnen unter dem Haus zu kommen schienen. Zuerst waren die Geräusche nicht deutlich erkennbar, und ich dachte, es seien vielleicht Ratten im Brunnen, die durch die Öffnung hereingekommen waren. Das hätte auch die Nagelgeräusche erklärt.
Ja, ich dachte an Ratten. Halten sich Ratten nicht gern an solchen Orten auf? Doch neuerdings sind die Geräusche deutlicher und es sind zweifellos menschliche Stimmen darunter. Ich höre Gerede, unsäglich widerliches, bösartiges Lachen, das aus der Mitte der Erde zu kommen scheint, und viele Geräusche mehr, die ich nicht zu benennen vermag und die mich nachts aus dem Schlaf reißen. Heisere, weit entfernte Nagegeräusche, die immer deutlicher werden. Es klingt wie tausendfaches ekelhaftes Nagen aus der Tiefe und es kommt immer näher an die Oberfläche. Manchmal merke ich mitten in der Nacht, wie ich still und mit angehaltenem Atem darauf warte, die leisen Laufgeräusche und Stimmen zu hören. Abgesehen davon habe ich das Gefühl, auch das Haus selbst zittert mehr als zuvor. Und ich höre, wie die Holzbohlen verstärkt sehr seufzen. Hätte ich nicht all diese verdammten Geräusche gehört, die Stimmen, das Lachen und das Nagen, würde ich glauben, leichte Erdbeben seien schuld. Denn Wellsmoth liegt in einem Erdbebengebiet. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob die Erdbeben in Wellsmoth natürlichen Ursprungs sind. Wer kann sagen, was tief in dieser Erde lauert, die sich vor Unbehagen schüttelt? Okay. Dann scheinen wir hier jetzt auch wieder fertig zu sein. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt hier noch irgendwo was finden. Nee, okay, dann gehen wir hier jetzt wieder raus. Na gut, die wird er ja gleich selber. Was ist das dort für ein Loch? Da können wir nichts machen. Okay. Okay, warum er die Lampe wieder abstellt, verstehe ich jetzt nicht. Aber okay, wir haben auf alle Fälle einen Schlüssel gefunden. Ich weiß jetzt gerade noch nicht für was. Vielleicht für die eine der Türen da oben. Ich gehe jetzt. Ach, vielleicht für hier. Jetzt ist sie verschlossen. Wir haben noch den Schlüssel. Okay, den nimmt er nicht. Okay, dann ist hier unten für uns jetzt nichts mehr. Den zwei Türen waren wir gerade drin. Ein Schloss brauchten wir aber auch hier nicht. Dann kann es noch eine der beiden Türen sein. Vielleicht für hier. Oder hier. Okay, also diese Türen scheinen wirklich komplett verschlossen zu sein. Da werden wir nicht rankommen. Ich bin jetzt gerade die ganze Zeit am Überlegen, ob wir in irgendeiner Art und Weise noch eine Truhe hatten oder irgendwas. Hier, die ist auch verschlossen. Vielleicht geht das hierfür. Wir sind da aber auch nirgendwo Schlüssellöcher. Okay. Und hier war ja jetzt auch nichts mehr zum Ausschließen, oder? Die Kiste, das ging nicht, ne? Die haben wir schon aufgekriegt. Und da war aber nichts zum Aufschließen in dem Sinne. Ich gucke jetzt nochmal hier meine Gedankengänge rein. Was ist denn, wenn ich das und das kombiniere? Fällt nichts ein. Was ist mit Samuel William Burr und dem Code? Ich sollte meine Betrachtungsweise ändern. Das Augensymbol vielleicht? Vielleicht etwas anders. Ich probiere das jetzt hier einfach mal durch. Samuel William Purr. Drei Stäbe. Die Karten. Das ergibt keinen Sinn. Okay, dann eben die Gräber mit dem Augensymbol. Das ergibt keinen Sinn. Gräber mit dem Code. Kommt mir nicht bekannt vor. Sorry, dass ich jetzt hier so wahllos rumprobiere, aber ich dachte, ich kann das hier vielleicht irgendwie kombinieren. Okay, das Augensymbol und der Code. Nein. Die drei Stäbe. Nein. Und die Karten. Nein. So, dann der Code und die drei Stäbe. Oder der Code und die Karten. Nein. Die drei Stäbe und die Karten.
Okay, nee, wir können hier also nicht zusammenklamüsern.